Halli, hallo, hallöle und herzlich willkommen zu Exos. Zock The Witcher 3 Wild Hunt. Hier mit dem freundlichen grauhaarigen Herrn Geralt. Ja, natürlich mit dem grauhaarigen Geralt. Mit wem denn sonst? Ja, wir haben davon einen kleinen Ghoul, der ist so cool. Der Ghoul ist ja gar kein Ghoul, das ist so ein wieder Wasserschlamm, Vieh, bla, Mutter von Theresa. Okay, so. Der hat jetzt mehr Aufregung verursacht, als er gemacht hatte. So, nehmen wir das mal an. Spitzwegericht sowieso. Und dann haben wir mal einmal das Zeug hier und das Zeug hier. Danke sehr, absurd. Das ist sowas von absurd. The next one ist... Das ging jetzt wirklich flott, das Ding. Das ging jetzt richtig flott. Hoffen wir mal, dass der nächste auch ein bisschen flott vonstatten geht. Dazu gehen wir mal darüber. Yes. Es funktioniert. Na komm, weiter. Jetzt kommt wieder Regen oder was? Letzten Folge habe ich gesagt, also gestern. Ja, schön, dass das, komm schon, mal nicht regnet. Ach, kommt, ey. Viecher, ihr seid's doch gar nicht wirklich wert. Ah? So, danke sehr. Weiter. Mein Gott, Walter. Vorne brummt, dahinter knallt da. Kennt man. Ja. Eindeutig Regen. Mal sehen, ob ein typischer Geralt-Spruch gleich noch kommt. Ich warte ja schon drauf. Der Wind pfeift oder irgendwie sowas. Warte mal, lass mal den mal so stehen. Meistens kommen solche Sprüche, wenn er steht oder so. Na? Komm, mach uns mal den Wetterbericht, Herr Geralt. Ein Sturm, verdammt. Yes, darauf ist Verlass. So geil. Ich bring dich um. Ja, ja, ich dich auch. Es ist noch nicht zu spät, sich zu ergeben. Genau. Tötet ihn, haltet ihn, werft ihn in den Graben. Ja, tötet ihn, greift ihn, schmeißt in den Graben. Ja, ich euch auch. Wir ziehen dir die Haut ab. Ja, das will ich sehen. Na, wo denn nun? So, und jetzt habt ihr die Haut abgezogen, oder was? Nö, haben sie nicht. Dafür kommen die Dorfbewohner zurück, ne? Ja. Die sind glücklich. Ja. Und somit hat Geralt wieder die Welt etwas bunter gemacht. Ich finde es so geil, den Spruch. Ich glaube, den werde ich jetzt dauernd hier so behalten. Den Spruch. Okay. Aufnehmen, benutzen. Gegenstand wurde aufgewertet. Das ist schon sehr praktisch. Ich weiß nicht, ob hier auch wirklich dann nach mit der Zeit ein richtiges Dorf entsteht. Sprich, dass die hier irgendwelche Häuser bauen oder sowas. Dass man so ein bisschen so einen ähnlichen Effekt hat wie bei Fallout 4. Ihr versteht schon, was ich meine, ja? Angeblich soll man hier sowieso was bauen können, weil ich das DLC habe. Aber dazu müssen wir erst in den DLC-Bereich kommen und der ist erstmal höherleveliger. Deshalb sind wir davon sozusagen, noch ein bisschen entfernt von, ne? Hilf mir, Meister. Ja, ja, ich komme gleich zu dir. Wir wollen erstmal den Müll verkaufen. Hallo, Herr Kaufmann. Was? Ich glaube, den, seinen Bruder kennen wir, wa? Zeigst du mir, was du im Angebot hast? Oh ja, mach mal. Gut, das heißt, das kann weg, das kann weg, kann weg, kann weg, kann weg, kann weg, kann weg. Oh, wir haben eine gelbe Rune. Mhm. Ist ein bisschen besonderer, wa? Okay, ich verstehe, oder? Nö, sah nur so aus. Okay. Gut, was haben wir denn da? Haben wir da was mit Assassinen? Reparaturset, Glyphe. Das ist alles irgendwie nicht sowas. Das ist alles ein bisschen Kohle, Holz, Gold. Das ist alles nur so ein Zeug, was ich hier auch nicht brauche.
Was ist das da? Blei. Nö. Und bis dann würde ich sagen. Chill mit Öl. Genau. So, dann gucken wir mal, was die junge Dame da wollte. Warum weinst du? Mein Verlobter ist in den Wald gegangen. Er wollte nach den Falken gucken. Er kam nicht wieder. Irgendwas muss passiert sein. Ich habe ihn schreien hören. Doch ich hatte zu viel Angst, um nachzugucken. Daran merkt man, das ist ein ziemlich moderner Text. Wow, die Farm von der Maske kommt aber brutal jetzt gerade rüber. Krass. So, und zwar, er wollte nach den Fallen gucken. Früher hat man nach den Fallen geschaut. Ja, mal so als kleiner Hinweis. Tut mir leid, ich kann dir nicht helfen. Ups, falscher Text. Den wollte ich nicht. Du willst nur nicht. Gut, ich gehe selber. Wenn mich irgendwas auffrisst, bist du schuld. Nein, ich wollte doch helfen. Mist, ich habe mich verklickt. Halt, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Scheiße. Okay, wir folgen sie. Wir folgen ihr. Mann. Ah, Menno, 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 Menno. Bis wohin ist es denn? Jetzt wird es ja auch richtig windig. Oh, guck mal, wie entströmt das gerade zieht hier. Es ist die Hölle. So, da vorne scheint wohl some bodies zu sein. Man nennt es auch Wölfe. Oh, die brauchen nur einen Schlag. Alter Falter. Mist. Untersuchen, aber nichts gefunden. Na, so ein Müll haben wir auch. Schade. Ja. Die habe ich vergobt, die Quest. Hier entlang. Ja, ist hier entlang. Ja, sehr schön. Jo. Schade. Tja, Geralt. Das kann mal so passieren, wa? Gut. Nehmen wir die nächste Quest an. Das heißt, hier entlang. Da. Rock'n'Roll. Wer rennt da durch geschwind, durch Nacht und Wind? Es ist der Geralt mit seiner Maske. Müssen wir gleich da sein, 40 Meter. Mhm. Na, willst du mir angreifen oder? Der nicht. Hier, die wollen mir ja angreifen. Okay. Läuft da sehr unbekleidet rum. Hier ist die Sittenpolizei. Okay. Ja. Du bist so gut wie tot. Stimmt, du bist so gut wie tot. Das hast du gut erkannt. Das hat er sogar sehr gut erkannt, muss ich sagen. Das ist eine richtige spitze Fachkraft. Er hätte Arzt werden sollen. So, dann haben wir noch ein paar Säcke oder Ballen. Okay. Dahin haben wir auch noch was. Ich will aber erstmal kurz mal gucken, was die Leiche hier sagt. Kohle, Kohle, Kohle. Okay. Noch mehr Material. Ich bin so materialistisch. Wie hat sie gesagt? Wir leben in materiellen Zeiten. Ich bin ein materielles Mädchen. Der Spruch ist auch so geil. Gut. Haben wir. Oh. Da ist noch ein Enemiese. Verfluchter Bastard! Bam. Ja. So leicht seitlich rangerannt. Fertig, läuft. Gut. Wie sieht's denn weiter aus? Dann haben wir hier eine weitere Wegesmöglichkeit. Yeah. Jede Menge Gegner, wie es aussieht. Kannibale. Schlechte Idee. Ja. Haben wir's? Es sieht so aus.
Sehr schön. Okay, haben wir. Ja. Für die Dame kommen wir ein bisschen spät. Ein bisschen sehr spät. Mhm. Aha. Oh. Jo. Machen wir das nochmal an hier. Tja. Für die Rettung kommen wir etwas spät. Spät, 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 spät. Schade. Da konnten wir jetzt keinen mehr erretten. Das war's. Jetzt bist du dran. Oh. Nö, du bist dran. Was die manchmal für Ideen hier haben, ihr wisst es nicht. Jetzt bist du dran. Aber sowas, ha? Gut. Er ist halt Low-Level-Gebiet, ha? Geht halt ein bisschen flott von der Hand. Oh. Jetzt sind aber eine Menge Gegner hier gerade. Das müsste man hier dieses wie bei Doom von einer Leiche zur anderen springen können oder irgendwie so. Wisst ihr, dieses Fatality-Kill-Bla sowieso, wie das sich da schimpft. So, nehmen wir mal alles mit. Das Blut ist sogar noch feucht. Ja. Und mehr weißt du dazu jetzt gerade hier nicht. Das Blut ist noch feucht. Ich habe irgendwie das Gefühl, als ich hätte anders rangehen müssen. Okay. Ich hätte mal hier auch mit einem Story-Plot hinkommen können. Ja, wie ist? Werde ich jetzt wohl nie rausfinden. Wow. Überlegener Drachentraum. Yeah, Drachenträume. Sind auch nur Schäume. Mhm. So, damit haben wir auch das hier entgarstet. The next one ist hier unten. Du bist so gut wie tot! Nein. Immer diese fehlerhaften Aussagen hier. Oh, hier liegt aber noch Zeug. Das sollte ich auf jeden Fall mitnehmen. Das wäre sonst Verschwendung. Und ihr wisst ja, was ich schon ein paar Mal hier in diesem Let's Play gesagt habe. Gerade hier bei diesem Spiel. Ich bin gegen Verschwendung. Schade, dass die Kiste da nicht her hier. Die sieht spannend aus. Aber hier kommt nochmal was ran. Joa. Na, ist da noch was? Da ist noch mehr. Alter Falter, was ist denn das hier für ein Lager wieder hier? Okay. Wie voll sind wir? Okay, es geht eigentlich. Wir haben jetzt nur so leichter Zeug aufgesammelt. Mehr so Zutatenzeug und so weiter. Da sind die Light. Da ist der Light Loot. Loot Light. Ja? Kann man einfach mal so mitnehmen. Macht nicht unnötig schwer. So, da vorne haben wir gleich schon den nächsten Punkt. Boah, Kannibalsten. Wir müssen ihn umzingeln. Ja. Aber irgendwie komme ich da nicht richtig hoch. Die kommen nicht richtig runter. Jetzt kommen sie doch runter. Da unten höre ich ein Monster. Ah, können wir uns ja gleich mal angucken. Erstmal will ich hier looten. Dann wollen wir mal sehen, was für ein Monster das ist. Na, okay, es wollte nicht sehen. Ja, das nennt man dann Pech. Also wirklich. Also wenn man so dusselig ist und Geralt hinterher springt, dann muss man damit schon mal ein bisschen rechnen.
Okay, da ist alles, da ist alles. Das Vieh hat leider nichts gedroppt. Okay. Dann schauen wir uns mal den nächsten Punkt an. Der ist direkterweise hier drüben. Da drüben erwartet uns, ja, was auch immer. Mal, mal sehen. So, wir müssen mal ein bisschen wässrig. Und da vorne ist er schon. Der versteckte Schatz. Mhm. Oh ja. Hier müssen wir weg. Hier müssen wir weg. Hier müssen wir weg. Bitte. Ey, es kann nicht wahr sein. Ich habe keine Chance, ab wegzukommen. Den letzten Spielstand laden. Toll. Tolle Nummer. Schade. Ja. Die ganze Zeit so Low-Level-Zeug und dann kommt ein Totenkopf. Ja, super. Affengeil. Ja. Haben sie bestimmt gemacht, so nach dem Motto, damit man nicht... Es nieselt. Ja, da läuft die Bäuerin jetzt weg. Okay. Das ist jetzt ungefähr da, wo wir... Ah, das haben wir, das haben wir. Okay, das heißt, wir könnten direkterweise da runter. Gut. Machen wir aber heute nicht mehr. Sondern... morgen. Genau. In dem Sinne euch alle einen schönen Tag. Bleibt soweit gesund. Und... ciao, ciao.